So, herzlich willkommen. Heute wird es eine Fortsetzung geben der Dekonstruktion von Techniken für das Klarträumen. Aber ein bisschen anders als bisher. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon und hatte Lust, mal noch etwas verrückter zu sein. Beim Zeichnen und beim dabei singen. Ja, die Dilt-Technik, das ist die Technik, bei der man im Traum erkennt, dass man gerade träumt, anders als bei Wild, wo man schon bewusst einschläft. Und diese Dilt-Technik, ja, da gibt es verschiedene Unterarten, aber hauptsächlich besteht sie eigentlich darin, dass man den Traumzustand anhand von Ungereimtheiten oder Traumzeichen erkennt. Und diese Technik hat das Problem, dass sie langweilig ist. Also wenn man am Tag diese Realitätstests durchführt, mit denen man überprüft, ob man gerade wach ist oder träumt, dann macht man das vielleicht, wenn man gerade neu bei dem Thema ist, weil es dann noch spannend ist. Aber es wird schnell langweilig, man diese blöden Realitätstests durchzuführen. Und deswegen muss man sich mal fragen, was eigentlich ist das, worauf es ankommt. Es sind ja nicht diese Realitätstests, wird ja auch öfter gesagt. Man soll nicht einfach nur diese Tests durchführen, sondern man soll eigentlich hinterfragen, ob man gerade träumt. Man soll sich diese Frage stellen und erstmal davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist. Auch wenn es erstmal nicht so scheint, weil man sich ja oft darin täuscht. Und deswegen muss man das genau überprüfen und beobachten. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Dilt-Technik, oder das, was sie ausmacht, was sie begründet, besteht darin, die Realität zu hinterfragen. Und das ist etwas, das man immer tun kann im Prinzip. Also natürlich geht es mit der Voraussetzung einher, dass man glaubt, man könnte träumen, was ja auch oft passiert. Das heißt, Realität hinterfragen bedeutet in dem Fall hinterfragen, ob man wach ist oder träumt. Doch was bedeutet das eigentlich, dass man wach ist oder dass man träumt? Also aus meiner Sicht ist es so, dass man selbst im Wachzustand geistige Prozesse im Hintergrund ablaufen hat, die einem nicht bewusst sind und die man somit bewusst machen kann. Aber nicht nur, dass sie einem bewusst werden, sondern tatsächlich das, was im Traum passiert, das passiert auch im Wachleben. Nämlich, dass die Welt um einen herum, ich möchte nicht sagen, eine Illusion ist, weil die Eindrücke sind ja real, selbst im Traum. Aber der Geist, also die Einstellung, die Erwartungen, die Gefühle, die man hat und die Assoziationen, die führen dazu, dass das entsteht, was man sieht. Im Traum ist das klar, alles entsteht aus dem Kopf. Und es ist vielleicht nicht so, dass das, was man bewusst im Traum denkt, auch tatsächlich dann Traumrealität wird, aber zumindest das, was im Unbewussten abläuft, das kann man ja auch dann beobachten, wenn man mal näher drauf achtet. Irgendwelche Assoziationen eben, Erinnerungen, Gefühlsreaktionen und auch die Erwartungshaltung, die ganz stark dabei mitwirkt, führen dann eben dazu, dass man etwas Bestimmtes träumt oder dass von einer Traumhandlung, dass auf einer Traumhandlung die nächste folgt. Aber genau dasselbe Prinzip funktioniert eigentlich auch im Wachleben und das ist eigentlich etwas, das prinzipiell in unserem Geist passiert. Nicht nur, dass wir anhand von Assoziationen von einem aufs nächste kommen, sondern dass wir unsere Welt um uns herum
dass wir ein Bild von dieser Welt haben und dieses Bild nicht unbedingt zutreffen muss. Genauso wie wir im Traum merken können, dass das Bild, die Dinge würden hier tatsächlich geschehen, falsch ist, weil die Dinge eigentlich, naja, sie geschehen zwar, aber sie geschehen nicht aufgrund von äußeren Ursachen, sondern aufgrund von inneren Ursachen. Und genau dasselbe passiert auch auf dem Wachleben, wenn man mal bemerkt, dass man bestimmte, zum Beispiel Vorurteile hat oder einfach bestimmte Muster. Also wir haben ja immer Wahrnehmungsmuster, mit denen wir die Welt einteilen und verstehen, und das ist ja auch wichtig. Aber es kann auch dazu führen, dass diese Muster falsch sind, dass wir einfach mit einem Muster an die Realität herantreten und dann etwas wahrnehmen oder etwas selektieren, was gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Und es kann sogar sein, dass man es gar nicht so richtig oder nicht sofort merkt, weil es da innere Mechanismen gibt, die das verhindern, wie zum Beispiel, dass man gegen Gegenbeispiele abgeschottet bleibt, indem man sie auch wieder in die Richtung der Wahrnehmung, die man hat, interpretiert. Das heißt, die Realität zu hinterfragen bedeutet eigentlich zu hinterfragen, ob das, was man gerade wahrnimmt, tatsächlich durch äußere Einflüsse geschieht oder durch innere Modelle entsteht. Und diese inneren Modelle sind eigentlich immer aktiv, deswegen kann man immer davon ausgehen, dass ein Teil davon aktiv ist. Und man muss sich dann fragen, inwieweit diese inneren Modelle ja angemessen sind. Dem angemessen sind, was äußerlich passiert, oder ob man irgendwie dogmatisch ist und verhaftet in der Vergangenheit. Es ist so ein anderer Punkt, wo diese Konstruktion der Wirklichkeit oder Interpretation der Wirklichkeit im Wachleben auch stattfindet, den vielleicht einige kennen, nämlich Verhaftetheit in Vergangenheit, im vergangenen Muster. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Beziehung anfängt, eine neue Beziehung, am Anfang mag das alles sehr toll und berauschend sein, aber nach einer Weile stellt sich dann oft heraus, dass es irgendwie Probleme gibt. Und diese Probleme sind dann erstaunlich oft genau die gleichen Probleme, die man auch früher schon mit anderen Partnerschaften hatte. Und irgendwie scheint sich das immer wieder zu wiederholen. Und das sind dann eben solche Muster, die man eben aus der Vergangenheit hat. Das ist zumindest meine Sichtweise. Und diese Muster werden dann immer wieder wiederholt, weil sie einem unbewusst sind. Es sind einfach Gefühlsreaktionen. Man weiß aber nicht wirklich, wo sie herkommen, oder man weiß es nur so ungefähr. Vielleicht hat man drüber nachgedacht, aber man hat das eben noch nicht so emotional aufgearbeitet. Und deswegen wiederholt man das immer wieder. So, und das ist eben ein Beispiel dafür, dass man die Wirklichkeit um sich herum auch im Wachleben gestaltet, weil das passiert anhand von Sichtweisen, die man hat, zum Beispiel über diese Person. Also über eine Person, die einem wichtig ist, da bekommt man dann plötzlich bestimmte Sichtweisen, wie das, was sie sagt, gemeint sein könnte. Und das ist eben verknüpft mit bestimmten Gefühlsassoziationen, also zum Beispiel mit bestimmten Befürchtungen oder auch Hoffnungen, die man an diese Person heranträgt und mit der man die Person in einem falschen Licht eigentlich sieht und nicht so sieht, wie sie tatsächlich ist. So, und wenn man jetzt die Realität hinterfragt und das nicht nur durch einen üblichen Realitätstest macht, wo man seine Finger zählt, sondern tatsächlich hinterfragt, wie die eigene Wahrnehmung, die eigenen Modelle und Erinnerungen das prägen, was man wahrnimmt. Und ob das jetzt wirklich angemessen ist, ob das jetzt dem entspricht, was tatsächlich passiert, dann ist es sowohl für das Leben hilfreich, also man kann dann das reflektieren und aufarbeiten, was schon immer irgendwie ein Faktor war, der einen beschränkt hat und gestört hat. Aber man kann dadurch eben auch in den Träumen bewusster werden. Zum einen kann man die Träume im Nachhinein daraufhin analysieren, das ist klar.
Man schaut sich an, also immer wenn man gerade etwas geträumt hat, bei dem man merkt, da ist schon wieder ein Thema vorgekommen, das man jetzt schon ziemlich oft geträumt hat oder in verschiedener Weise, aber trotzdem das Grundthema oder die Grundemotionen tauchen ständig auf in den Träumen. Also wenn man jetzt beispielsweise ja immer wieder davon träumt, in der Schule zu sein und eine Prüfung ablegen zu müssen und man hat nicht richtig gelernt oder man träumt davon, man kriegt den Bus nicht, oder man muss aufs Klo, aber das Klo ist nicht erreichbar und dann gibt es Hindernisse. Es sind solche Träume, die einige Leute öfter mal haben. Und da kann man dann ja feststellen, also im Nachhinein merkt man da auf jeden Fall, okay, irgendwas ist da ja komisch, wieso träume ich das jetzt ständig? Und dann kann man das daraufhin analysieren, was da eigentlich dem zugrunde liegt, an Erfahrungen, die man vielleicht noch nicht aufgearbeitet hat, warum man das jetzt immer wieder träumt. Auch ansonsten kann man im Traum selbst sich nicht einfach nur fragen, ja, habe ich mehr Finger als normal oder kann ich durch die geschlossene Nase atmen, was man ja auch fragen kann. Aber ich finde es interessanter und es macht mehr Spaß und es fühlt sich motivierender für mich an, wenn ich mir die Fragen irgendwie in Bezug auf mein Leben stelle. Also wenn ich mich auch im Traum frage, ob das, was gerade um mich herum passiert, wirklich sein muss. Ja, und die Frage stellt man sich dann vor allem in Situationen, die irgendwie unangenehm sind oder nicht sein müssen. Also idealerweise fragt man sich das. Natürlich sind solche Situationen dann oft auch stressig und man hat gar nicht die Zeit, sich sowas zu fragen, weil er kommt nicht drauf. Aber prinzipiell ist das eben die Motivation für mich, wenn man sich in so Situationen fragt, ob das jetzt wirklich sein muss. Oder wenn man einfach erkennt, weil man sich auch am Tag viel damit beschäftigt hat, dass das jetzt Situationen sind, die man doch schon immer wieder erlebt hat. Wenn man es einfach nicht mehr hinnimmt, dass das etwas ist, das immer wieder passieren muss, sondern wenn man sich mal klar macht, dass das auch sein kann, dass es nur deshalb immer wieder passiert, weil man es noch nicht verarbeitet hat. Oder weil man noch nicht darüber reflektiert hat, was es eigentlich für Ursachen hat. Und dann kann man eben mit Hilfe der Klarheit erkennen, ja, es ist gerade eine Simulation in meinem Kopf und irgendwas kann ich jetzt damit anfangen. Kann ich erst einmal die Stresssituation beruhigen? Ja, weil im Traum bin ich natürlich überhaupt nicht unter einem externen Zwang irgendwie zu handeln. Das heißt, es kann mir nichts passieren und ich kann die Zeit eingefrieren, ich kann die Handlung stoppen. Und dann kann ich überlegen, was ich jetzt machen will. Kann ich einfach entweder etwas erleben, was ich lieber erleben will, was mir mehr Spaß macht, oder versuche ich dem auf den Grund zu gehen, was die Ursachen für diese Träume sind. Und wie gesagt, kann ich das auch im Wachleben tun und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich erkenne, dass ich gerade nicht träume, weil es nicht wirklich der Fokus ist, ob man jetzt träumt oder nicht, sondern der Fokus ist, inwiefern man etwas mental konstruiert und etwas immer wieder erlebt. Natürlich ist es hilfreich, wenn man erkennt, dass man träumt, weil man dann eben, wie gesagt, nicht diesen Handlungszwang mehr hat, den man ja im Wachleben schon nicht einfach ablegen kann. Außer, natürlich kann man den ablegen, insofern man einfach eine Situation verlässt, indem man einfach sich alleine zum Beispiel hinsetzt und darüber nachdenkt oder so. Und das kann auch schon helfen, wenn man dann einfach bemerkt, dass irgendwas unangenehm ist und dass man das nicht will und dass es nichts bringt, da jetzt in der Situation zu bleiben. Aber dieses ganze Hinterfragen der Realität muss natürlich nicht nur mit unangenehmen Situationen zusammenhängen, die man verbessern möchte oder verstehen möchte, sondern es kann natürlich auch einfach darin bestehen, dass man die Realität bestaunt. Weil genauso wie es im Traum passiert, ist das
eigentlich auch im Wachleben so, dass man, dass der ganze Geist die Eindrücke, die von außen kommen oder an die man sich erinnert, zu einer Wahrnehmung zusammenbastelt. Das heißt, das, was man sieht, ist eigentlich durch den Geist erst entstanden. Kann sein, dass es externe Eindrücke gibt, die dafür eine Ursache sind, aber trotzdem ist der Geist eigentlich dasjenige, das diese ganze Wahrnehmung enthält. Und man kann sich darüber wundern, man kann sich auch darüber wundern, dass überhaupt die Welt existiert. Und wenn man erst einmal bemerkt, wie, ja, wie vielfältig und wie eindrucksvoll Wahrnehmung ist und darüber staunt, dann ist das für mich der Zugang, den das Thema Klarträumen eröffnet. Ja, dann kommt es überhaupt nicht unbedingt darauf an, dass ich jetzt einen Klartraum erreiche, dass ich erkenne, ob ich träume oder nicht, sondern dass ich, egal ob ich jetzt träume oder nicht, die Wahrnehmung beachte und auf die ganzen Eindrücke, die ich habe, jeden Sinneskanal einzeln und dann auch insgesamt überprüfe oder auch meine Gedanken und Emotionen beobachten kann. Und dass das so faszinierend ist und genial und solche ja, großartigen und vielfältigen Eindrücke dabei entstehen können. Und dieses Staunen ist ja auch ein, zu einem gewissen Grad philosophisches Staunen. Und wenn man das im Traum tut, ist die Chance ziemlich hoch, dass man dadurch eben auch bewusst wird, dass man gerade träumt. Weil wenn man die Wahrnehmung beobachtet, und das ist ja auch ein Teil der SSILD-Technik, bei der man eben auf einzelne Sinneskanäle achten soll, das heißt einfach eine Art Achtsamkeitsmeditation, das ist eigentlich auch die Grundlage der SILD-Technik, dass man auf die Wahrnehmung achtet und das dann später hoffentlich auch im Traum tun wird. Und wie gesagt, das Ziel muss gar nicht sein, dass man das unbedingt im Traum tut, denn aus meiner Sicht eröffnet einfach das ganze Thema Klarträume eine neue Perspektive auch aufs Leben. Und das ist jetzt nochmal so ein Punkt, der mir auch wichtig ist zu erwähnen. Einen Moment. Also, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, glaube ich. Traumbewusstsein bedeutet eben nicht einfach nur, dass man das übliche Bewusstsein, das man im Wachleben hat, in den Traum hinübernimmt oder im Traum wieder aktivieren kann. Weil dieses Bewusstsein ist ja oft ziemlich beschränkt und auch langweilig. Sondern Traumbewusstsein bedeutet auch, dass man das Bewusstsein, das man im Traum hat, üblicherweise, dass man das in die Wachwelt hinübernehmen kann. Das heißt, dass man auch in der Wachwelt in der Lage ist, das Traumartige an der Realität oder zumindest an der Wahrnehmung zu erkennen und dass man zum Beispiel die ganzen hintergründigen Geistesprozesse ein bisschen besser versteht oder in der Lage ist, die überhaupt zu bemerken. Und dieses und auch die Traumlogik. Das heißt, Träume erscheinen einem ja nach dem Aufwachen oft sehr unlogisch, man versteht sie nicht. Dass diese Traumlogik, so jetzt zerstöre ich gerade alles, dass diese Traumlogik besser verständlich wird und dass man nicht einfach nur auch im Klartraum, nicht einfach nur die Wachlogik anwendet, sondern eine Verschmelzung beider Formen von Logik erreicht und von Verständnis, dass es ein wirklich erweitertes Verständnis wird. Okay, soweit, ich bin jetzt fertig und verabschiede mich für dieses Mal.